Ey, der tut mir echt leid, Alter. Oh. Pass auf, ich gebe ihm eine Chance, mich zu killen, okay? Ich gebe ihm eine Chance. Hallo. Schieß mich ab. Bruder, bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt, weil du im Endgame bist? Oh, du bist richtig aufgeregt, ne? Ich sehe das. Du bist nervös. Du kannst mich jetzt einfach abschießen. Was machst du? Ja, Leute, Stein ist gerne am Start, heute mit einem neuen Video. Und zwar, oh, jetzt haben wir ein kleines, aber feines Problem. In diesem Video wird es heute darum gehen, wann der neue Modus Spielwiese wieder verfügbar sein wird. Zusätzlich wird es die ersten Bilder und die ersten Informationen zum neuen Einkaufszentrum in Fortnite geben. Oh, Blaubrille, macht keinen Ärger. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört. Zum neuen Einkaufszentrum. Es wird ein Einkaufszentrum in Fortnite geben. Zusätzlich werden uns in den nächsten Wochen zwei neue Waffen erwarten, wovon eine Waffe schon direkt nächste Woche erscheinen wird. Und da oben rennt noch einer rum. Easy, Junge. Und falls ihr noch auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, Leute. Ich will hier mir heute mindestens 20.000 Likes sehen. So, wo fangen wir an? Und zwar, heute wird es den Raketenstart geben. Hierbei wird es sich um ein einmaliges Event handeln. Um 19.30 Uhr wird es soweit sein. Und hier kommt auch schon der nächste, Leute. Hört auf, ich muss atmen. Ich brauche Luft, hört jetzt auf. Ist mir viel zu viel Rambazamba schon wieder los. Was geht denn hier ab schon wieder im Tower? Und da oben rennt noch einer rum. Den müssen wir uns direkt als nächstes holen. Und zwar bei diesem Raketenstart, das wird das Premiere, Freunde. Das gab es bis dato bei Fortnite noch nie. Und zwar wird es ein globales Event geben. Dieses Event startet um 19.30 Uhr deutscher Zeit. Und hierbei müsst ihr euch um 19.30 Uhr in einem laufenden Spiel befinden. Hierbei ist jetzt natürlich das Schlechte. Eigentlich war ja für diese Woche der Modus Spielwiese geplant, mit denen es jetzt aber noch Probleme gab. Und ich denke mal, Epic Games wird sich das so gedacht haben mit diesem Event, dass sich die Leute in diesem Modus Spielwiese zusammenfinden und gemeinsam den Raketenstart verfolgen. Und da hinten ist auch schon der nächste. Die müssen wir mal schnell pushen. Das ist jetzt natürlich ein kleines Problem, deswegen empfehle ich euch, Freunde, um 19.20 Uhr geht in eine laufende Sitzung. Beziehungsweise werde ich das... Oh mein... Oh mein Gott, was geht hier gerade ab, Junge? Das ist ja hier gerade komplette Zerstörung. Beziehungsweise werde ich heute Abend um 19 Uhr den Livestream starten. Wir werden eine private Lobby haben und können dann genau den Raketenstart verfolgen. Also falls ihr noch nichts vorhabt, Leute, schaut auf jeden Fall mal im Livestream vorbei. Falls ihr das alles selber live mitverfolgen wollt, könnt ihr natürlich auch selber um 19.25 Uhr in eine Lobby gehen. Wartet einfach, bis es die Uhr 19.30 Uhr schlägt und dann wird irgendwann die Rakete starten oder irgendwas Heftiges wird passieren. Ich bin selber schon mega gespannt, Leute. Also ihr müsst das heute Abend auf jeden Fall mitverfolgen. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein einmaliges Event. Oh! Was uns hier bevorsteht, sowas gab es in Fortnite noch nicht, Leute. Also ihr könnt hier wirklich Zeugen einer Zeitgeschichte werden. Und ich hoffe, dass jetzt mal hier kurz ein bisschen Ruhe ist. Das kann doch nicht sein, Alter. Wir haben hier einen Starter von 10 Kills. Wow, bin ich am Schwitzen. Ohne Spaß gerade, ne? Was geht hier ab? Zusätzlich wird uns nächste Woche eine neue Waffe erwarten. Beziehungsweise man weiß, dass in den kommenden Wochen insgesamt zwei neue Waffen erscheinen werden. Hierbei wird es sich einmal um die P90 handeln. Und ich weiß, dass da im Haus noch Steps waren. Aber ich habe hier hinten gerade auch Schüsse gehört. Und ich habe keinen Bock jetzt auf, wir haben nicht so viel Leben, Freunde. Das ist, Häuserkampf ist immer bei so wenig Leben, was wir haben, ziemlich gefährlich, weil ein Lucky Headshot kann jeder mal drücken. Das muss kein guter Spieler sein. Und deswegen könnten wir eigentlich hier auf locker flockig auf High Ground uns die Leute holen. Aber irgendwie ist hier gerade keiner. Okay, gut, dann werden wir mal vielleicht wieder zurück nach Tilted gehen. Das kann doch nicht sein, ich habe doch hier gerade Schüsse gehört. Hä? Richtig merkwürdig. Jedenfalls werden uns zwei neue Waffen erwarten. Hierbei wird es sich einmal um die Tommy Gun, aka Drum Gun handeln.
Das wird eine Waffe mit relativ viel Munition sein und wird wahrscheinlich auch auf mittlerer Distanz ihre Stärke zeigen können. Und es wird eine P90 bzw. Personal Defense Weapon handeln, PDW abgekürzt. Und hierbei wird es sich wahrscheinlich auch um eine Waffe handeln, die man eher auf mittlerer Distanz spielt. Muss man hierbei gucken, ob es sich eventuell eine gute Alternative für die ARs handelt. Weil natürlich Epic Games natürlich immer daran bedacht ist, viele Variationen mit reinzubringen. Und wir wissen zurzeit, die Sturmgewehre sind ziemlich stark. Und da gibt es noch gar nicht so eine krassen Alternativen zu. Und da bin ich wirklich gespannt, ob Epic Games jetzt hier zu Alternativwaffen mit ins Spiel bringt. Muss man einfach abwarten. Zusätzlich habt ihr auch schon richtig gehört, ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht glauben können. Und zwar ja, uns wird ein neues Einkaufszentrum in Fortnite erwarten. Das ist jetzt bereits schon in den Gamefiles zu finden. Und pass mal auf, Freunde, ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Trick. Pass mal auf, man sollte, wenn man die Farmers hat, auf Nummer sicher gehen. Was sage ich? 264er Hits, Freunde. 264er Hits, und ich habe hier gerade noch Steps gehört. Hier ist irgendwo noch einer. Oder bin ich blöd? Aha. Da links ist er. Ja, die ist, ich muss ganz ehrlich sagen, sobald ihr First Hit mit der Farmers habt und ihr sicher einen Burst landen könnt, ist das zu übertrieben overpowered, meiner Meinung nach. Und könnt ihr mal bitte gerade erklären, was das hier für eine Runde ist? Wir haben 12 Kills und es leben noch 26 Leute. Ich bin der Meinung, der aktuelle Solo-gegen-Solo-Rekord, deutsche Solo-gegen-Solo-Rekord, liegt bei 26 Kills. Wie gesagt, Leute, wir reden hier von Solo gegen Solo. Bei Solo gegen Squad, ich weiß, gibt es mehr Leute, die da schon mehr Kills gemacht haben. Aber bei Solo gegen Solo ist das auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Weil du hier auch dementsprechend weniger Leute siehst und auch die Chance hast, weniger Leute zu killen. Und das ist auch schon der nächste. Okay, müssen wir pushen. Ich werde jumpen, Digga. Weil Highground hat. Können wir vergessen, Leute. Wird schwierig sein, ist egal. Scheiß drauf. Herr Blaubrille! Ha! 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 Das hat. Oh mein Gott, er hat sogar die Raketwerfer für mich dabei. Bruder, was bist du denn für ein Ehrenmann? Danke! Doch schon der nächste. Lecker Schmecker. Klein und rund. Schnell in meinem Mund. Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, er klaut mir noch den Kill, Alter. Dann wäre ich hier durchgedreht. Was ist hier gerade los? 15 Kills und es leben noch 17 Leute. Es gab Runden, Leute. Es gab Videos, die ich hochgeladen habe. Da habe ich die Runden mit 15 Kills beendet. Und wir sind noch nicht mal im Endgame und haben schon 15 Kills. Grüße gehen raus, das wird eine heftige Runde. Das mit Ansage, ich werde die sowieso hochladen. Egal, was jetzt passiert, ich werde die zu 100% hochladen. Weil so einen krassen Starter hatte ich noch nie gehabt. Noch never ever im Solo gegen Solo. Im Solo gegen Squad passiert das schon mal, aber nicht im Solo gegen Solo. Holy moly. So, kommen wir aber weiter erstmal zu den Infos, Freunde. Zwei neue Waffen erwarten uns. Der Einkaufsmall, beziehungsweise das Einkaufszentrum würde es erwarten. Ich werde euch mal hier auch die ersten Bilder davon einblenden, beziehungsweise kann man hier erkennen, weil ja auch jede Woche die Map geupdatet wird. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass eventuell das neue Gebäude, was gerade in Tilted Towers sozusagen erbaut wird, dass es sich hierbei um ein Einkaufszentrum handelt und wir da in den nächsten Tagen, beziehungsweise Wochen neue in eine Richtung erwarten können. So, das waren zwei 32er, Bruder. Bye, bye. Wo ist er hin? Hallo? Wo bist du hin? Ach, Bruder, du hast doch eh keine Chance. Oh, es geht mir so auf den Keks, ohne Spaß, Freunde. Jetzt verbaue ich mich hier auch noch. Was mache ich hier? Ich baue den letzten Müll zusammen. Oh, scheiße.
Ach, unnötig. Oh, das war so unnötig, hier nochmal den Schaden zu kriegen. Wir hätten so locker mit 200 Leben aus dem Fight gehen können. Das war aber auch gerade extrem schlecht von mir gespielt. Das Problem, Leute, ich zitter gerade. Also meine Hände sind gerade ultra am Schwitzen. Weil das ist, ich sage euch ganz ehrlich, Leute, viele Leute fragen mich auch immer, Digga, wie machst du das im Endgame, dass du da so ruhig bist? Aber ich sage euch ganz ehrlich, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber wenn du relativ oft im Endgame bist... Oh, zum Glück haben wir das Jump Pad. Warte mal, ich werde mein Tactical nehmen. Tactical gefällt mir deutlich besser gleich. Wenn man öfters im Endgame ist, Leute, dann ist der Adrenalinspiegel, den man da hat, ist deutlich niedriger, weil ihr euch einfach an diese Situation, an diese stressige Situation gewöhnt. Aber Leute, wir haben hier gerade wirklich eine Chance, deutschen Rekord aufzustellen, beziehungsweise eine Runde zu machen, wo ich auf jeden Fall meinen persönlichen Rekord von 24 Kills brechen kann. Oh, ich hoffe, die sterben jetzt nicht, die ganzen Leute. Und da bin ich selbst immer wirklich schon gerade echt am Schwitzen, muss ich sagen. Und da wäre ich auch selbst übertrieben nervös. Deswegen müssen wir uns hier einfach cool konzentrieren und die Runde locker flockig runterspielen. Aber kommen wir erstmal zu der neuen Spiel, also zu der Spielwiese, wo es da gerade ein Update gibt. Und zwar, wie gesagt, schon Epic Games arbeitet da mit einem extra Team an diesem Modus, der natürlich komplett überlastet war, als er rausgekommen war. Und hierzu posten sie auf Reddit und auf Twitter regelmäßige Updates. Und das muss ich auch sagen, muss man denen einfach wirklich zugute heißen. Props an Epic Games, dass hier wirklich regelmäßig transparent mit den Leuten geredet wird und zu dem aktuellen Sachstand informiert wird. Das macht kein anderer Entwickler, Leute, das könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, so mit der Community zusammenzuarbeiten und so auf den Laufenden zu halten. Das ist wirklich geil und gefällt mir sehr gut. Und regelmäßig haben die ja zu Updates gepostet, dass sie jetzt den Spielmodus testen. Also er ist wieder irgendwie wieder am Laufen. Und ich wollte doch gerade sagen, da hat sich doch einer reingesetzt. In den Busch, Bruder. Aber ich lasse mich doch nicht von dir veräppeln. Ich habe das schon gesehen. Das wird jetzt wahrscheinlich nochmal ein lockerer Freekill sein. Sieht mir jetzt nicht so aus, als würde es hierbei um Ninja 2.0 handeln. Und das letzte Update, was Epic Games hierzu gepostet hat, es gibt auch sehr, sehr viele Leute. Oh. Ja, erstmal kurz abwarten. Jetzt muss er nachladen, jetzt kann der Push kommen. Easy peasy, Mann. Immer auf entspannt, Freunde. Das war locker flockig. Das war wirklich locker flockig. Das Problem, ich bräuchte unbedingt noch kleine Tränke, falls wir in einen Fight kommen. Von dem Gear her bin ich gerade nicht so überzeugt, muss ich sagen. Ich hätte auch gerne lieber eine Scar als die Farmers, aber gut, okay. Und der letzte aktuelle Punkt, den Epic Games angesprochen hat, ist am 2. Juli. Also definitiv, Freunde, mit Ansage zu 100%, falls euch jemand verarschen sollte oder sonst was. Vor dem 2. Juli wird die Spielwiese nicht verfügbar sein und wird nicht ins Spiel mit reingebracht werden. Am 2. Juli wird es neue Instruktionen, ein neues Update geben von Epic Games, wo sie schreiben, wie es jetzt aussieht mit dem Modus, was genau passieren wird. Das könnte natürlich auch passieren, dass sie sagen, okay, Jungs, pass auf. Zurzeit gibt es so heftige Probleme, wir kommen damit nicht klar, wir haben das Ganze getestet. Und bitte gib mir Tränke. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste drin, ne? Ist die Kiste unten oder oben? Wahrscheinlich oben. Aber wir mal gucken, vielleicht liegen hier noch kleine Tränke. Natürlich nicht. Natürlich könnte auch passieren, dass sie wirklich am 2. Juli sagen, pass auf, Jungs, es wird noch 2 Wochen dauern, aber es könnte auch passieren, pass auf, der Modus wird nächste Woche dann und dann erscheinen. Also müssen wir uns da wirklich noch in Geduld hegen. Am 2. Juli, Leute, wird es hier auf dem Kanal ein neues Update geben. Also falls ihr noch nicht die Glocke aktiviert habt oder abonniert habt, Leute, und keine Fortnite-Videos verpassen wollt, nochmal kleine Werbung hier am Rande. Würde mich natürlich freuen. Ich weiß, ihr seid immer ein bisschen abonnierfaul, aber könnt ihr mal ruhig gönnen, Freunde. So. Wo sind jetzt die Leute hier? Das ist unglaublich. Das ist Hä, guck mal, da liegt ein... Bruder, das ist eine Falle, ne? Wer lässt denn bitte so einen 50er Trank liegen? Okay, es könnte sein, dass da vielleicht kleine Tränke lagen und er den mitgenommen hat. Aber das, ich habe gerade wirklich gedacht, hier kommt jetzt gleich einer mit C4 aus dem Busch oder sonst was. Aber nochmal Glück gehabt. So, kommen 6 Leute noch. Wo sind die Leute? Es kann doch nicht sein, dass hier gerade so eine Ebbe ist. Das ist halt immer Glück. Ja, ich habe einen guten Starter, aber jetzt ist irgendwie gerade die Luft raus. So ärgerlich, Bruder. Das Problem, ich will jetzt auch ungern hier rumschießen und auf mich aufmerksam machen. Weil ich keine Tränke habe und mich dann kurz einbauen kann und mir die Tränke gönnen kann. Das ist natürlich jetzt echt ein krasser Nachteil. Ach, Mann, das kann nicht sein, Alter. Sterben hier immer mehr Leute. 5 Leute jetzt noch.
Okay, da liegen noch kleine Tränke, jetzt können wir auch wieder ein bisschen offensiver gehen. Vielleicht haben wir noch Glück, dass hier eventuell eine Scar liegt. Ja, natürlich nicht. Ich muss sagen, ich weiß nicht warum, aber die Doppelpistole habe ich heute auch schon gespielt, aber ich habe heute irgendwie nichts getroffen mit der Zwillingspistole. Deswegen habe ich die gerade auch liegen lassen. So, vielleicht kriegen wir da jetzt gleich einen Freekill. Wenn nicht, dann wird da hundertprozentig einer auf High Ground noch sein. Da liegen auch nochmal kleine Tränke, die wir uns mitnehmen werden. Ja, das wird auf jeden Fall mit Ansage die 20 plus. Das wird mit Ansage locker flockig die 20 plus. Würde mich wundern, wenn ich... Okay. Ich muss sagen, der Puls ist gerade schon wieder ein bisschen runtergegangen, weil es leider nur noch 4 Leute leben. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen entspannter als eben. Aber allgemein, wenn es dann immer so in die 20 plus Richtung geht, Leute, merke ich auch, dass ich am Schwitzen ohne Ende bin. Und dass ich, oh. Ja, das meine ich, Freunde. Das sind so einfache Fehler, die ich mache. Digga, was ist denn mit dir los, Junge? Was ist denn mit ihm los? Junge, der hat's ja richtig eilig. Alter, hau rein. Junge, was ist... Ohne Spaß, selten so einen gesehen, der so schnell bauen kann. Alter. Ey, was war denn gerade mit dem los? Der war ja gerade schneller oben, als die Polizei erlaubt. Also das habe ich wirklich selten, Freunde. Das hat mich gerade wirklich überrascht. Ganz ehrlich muss ich zugeben, das war ein krasser Typ gewesen. Also, der war natürlich blöd gewesen, ne? Dass er sich da direkt Skybase baut und ich einfach runterschieße. Aber ansonsten, holy moly. Kannst du sagen, was du willst? Ging ganz schön flott ab. So, das Ding ist, müssten jetzt irgendwie noch einige Leute mit der Zone reinkommen. Es leben jetzt noch 3 Leute. Mindestens die 21, das war so ein krasser Start, das muss hier mindestens die 21 sein, weil wir haben auch noch ein Jump-Pad, können offensiv das Jump-Pad nutzen, um halt wirklich zu verhindern, dass uns hier Kills gestealt werden. Und 14 fallen, wir haben leider keine Bounce-Pads. Das ist, glaube ich, der größte Nachteil. Keine Bounce-Pads, schon die ganze Runde, schade eigentlich. Bounce-Pads ist auch noch immer sehr gut für die Dynamik des Spiels. Aha. Komm, bitte killt euch jetzt nicht gegenseitig, Bruder. Das wäre 31er-Style. Okay, einer ist rechts lang gerannt und einer wird noch Safe Call links irgendwo hocken. Wir werden uns erstmal den links holen, weil... Aha. Hau rein. Ja, easy. Easy Kill, Digga. So. Jetzt haben wir hier noch gutes Pumpkin-Setup und da ist der nächste. Ist sogar ein Omega. Die Hits waren zu krass gewesen. 100 Schild ist locker weg. Und jetzt muss er sich den Trank gönnen. Und wird wahrscheinlich dafür keine... Also wird, wahrscheinlich, Digga. Ich werde ihm dafür gar keine Zeit geben. Ich werde ihn jetzt direkt offensiv pushen. Ich werde mir jetzt den Highground holen und dann war es das komplett gewesen. Ja, Raketwerfer, ich sag euch ganz ehrlich. Raketwerfer ist einfach zu stark, da kann jeder sagen, was er will. Da muss man kein krasser Spieler sein. Und so, der letzte Gegner. Wir haben, glaube ich, richtig viele Fallen. Wir werden jetzt den Trap Tower bauen, der es wirklich in sich hat, Freunde. Wir werden einen Trap Tower bauen, der es in sich hat. Wir müssen nur gucken, dass sich hierbei nicht um den Tryharder Number 1 handelt. Wir haben nämlich das Jump Pad und wir werden das Jump Pad unten placen und werden hoffen, Digga, wir haben 17 Fallen, das wird der größte Trap Tower aller Zeiten. Und werden hoffen, dass er unten aufs Jump Pad geht und dann natürlich in die Fallen reinschwebt. Das wäre natürlich so ein kleiner Traum, den ich mir hier noch selber erfüllen möchte. Ich hoffe, es klappt, Freunde, das wäre so ein geiles Ende. Das wäre wirklich, also wenn das jetzt noch klappt, ist das die beste Runde seit langem mal wieder. Oh, das sieht doch schon mal nice aus. Hä? Bruder, wo baut ihr die Treppen manchmal hin? Die baue ich gleich ab, Freunde, dass das hier auch ordentlich, locker, flockig, super aussieht. Oh. Easy.
Nein! Och, nein! Hey, wo ist mein Jump Pad? Hey! Oh, war das knapp. Okay, 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 easy. Aus dem No-Skin. Hallo! Hä? Was ist mit dem los, Digga? Was ist denn mit ihm? Was ist mit ihm, Leute? Er kann doch nicht mal springen. Oh, der Arme, das ist noch ein ganz Bambini. Hallo? Der Arme. Hallo, Frechdachs, ich bin's, der Paulberger. Warte doch mal. Hey! Warte doch mal, ich will dir mal zeigen. Ich will dir mal was zeigen. Guck mal. Guck mal, wir könnten Freunde werden. Wenn du Bock hast, wir wären Friends, okay? Oh mein Gott, Freunde, der ist komplett verwirrt. Der ist komplett, der hat richtig Adrenalin da drinne. Der war noch nie im Endgame. Guck. Ey, der tut mir echt leid, Alter. Oh. Pass auf, ich gebe ihm eine Chance, mich zu killen, okay? Ich gebe ihm eine Chance. Hallo. Schieß mich ab. Bruder, bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt, weil du im Endgame bist? Oh, du bist richtig aufgeregt, ne? Ich sehe das. Du bist nervös. Du kannst mich jetzt einfach abschießen. Was machst du? Was passiert hier? Was ist das? Hä? Bruder, wie kommt... Ey! Okay, also mit Raketenwerfer weiß er schon mal, wie er umgeht. Ey, ohne Spaß, er trollt mich, Freunde. Das ist Troll. Der spielt doch niemals so. Der verarscht uns. Der wird uns... Pass mal auf, ich werde das gleich nochmal machen. Ich werde zu ihm hingehen. Der wird uns Safe Call gleich einen Headshot mit der Schrotflinte geben. Das ist mir scheißegal, Freunde, ob ich hier die 20er-Bomben verkacke oder nicht. Aber der verarscht uns. Der ist niemals so. Hallo? Nein, der verarscht uns. Der ist niemals so. Mir fehlen da gerade wirklich die Worte, Bruder. Mir fehlen da gerade wirklich die Worte. Ich weiß nicht, was ich zu dem sagen soll. Er ist so niedlich, als würdest du so ein Haustier in Fortnite haben. Mein erstes Haustier in Fortnite. Nein, ey, komm raus! Bruder, bist du lebensmüde? Mach doch nicht diesen! Fluffy, mach nicht diesen! Mach die. In die Zone dürfst du nicht gehen! Zone ist gefährlich, Fluffy! Mach Sitz! Mach Sitz! Okay, pass auf, Fluffy. Ich habe eine Überraschung für dich. Pass mal auf, ich komme jetzt runter, ja? Aber nicht schießen! Ich, guck mal. Leckerli! Oh! Ey, geh doch weg da! Hey! Nicht hier runter! Fluffy, nicht bleib! Digga, das würde mir niemand glauben, hätte ich das nicht aufgenommen. Das... Was ist hier gerade passiert? Also, wer hier nicht liked und abonniert, Digga. Sorry, aber da muss ich einen Arzt rufen. Haut rein, kauft deinen Standardskiss in.